Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die zweite Goodiebox Crush ist rausgekommen. Die ist gefüllt mit dekorativer Kosmetik. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodiebox Crush ist die kleine Schwester, sage ich jetzt einfach mal, von der regulären Goodiebox, die es so ja ganz normal im Abo gibt, die monatlich erscheint. Die Crush ist halt wirklich komplett gefüllt, nur mit dekorativer Kosmetik. Die kostet, wenn du ein Abonnent bist, 14,95 pro Box und wenn du kein Abonnent bist, 19,95 pro Box. Die erscheint viermal im Jahr und soll einen Warenwert von mindestens 77 Euro enthalten. Ich bin super gespannt, was sich diesen Monat hier drin verbirgt oder in diesem Quartal. Und ja, die ist auch wie die Goodiebox eine Schubladenbox, was ich extrem feiere. Ich liebe das. Ich habe das hier super bei mir integriert. Es sieht echt klasse aus. Und ja, ich finde es einfach praktisch, dass du diese Boxen super wiederverwenden kannst. Ne? Genau. Dann kann man einmal die Schublade öffnen. Ich nehme sie immer komplett raus, Leute, weil ne, so komme ich einfach besser dran. Und hier steht drauf, The Who Needs Pen Lines Anyway Box. Take your time. Also wer braucht schon Tanlinien? Ja, nach dem Sommer hat man Tanlinien. Die habe ich tatsächlich am Rücken auch extrem, weil ich sehr, sehr am Anfang des Sommers im Vorbeet bei uns gearbeitet. Ja, ich habe Unkraut gezupft, Leute, ne? Und meine Haut, ja, hat die Sonne aufgesogen wie sonst was. Trotz Sonnenschutz habe ich den Sonnenbrand meines Lebens bekommen, hatte echt Schmerzen und bin jetzt aber sehr gebräunt. Aber da, wo man halt quasi das, wo ich das Top anhatte, nicht. Sieht ganz komisch aus und ich glaube, das wird auch noch lange so bleiben. Genau. Und hier steht auch, dass man das Leaflet mit den Produktinformationen in der in dem Member Profile finden kann. Also quasi in deinem Kundenkonto. Genau. Ich habe das hier auf meinem Handy und ich mag das immer gerne, wenn ich die erste Seite von dem Booklet einfach mal vorlese, dass man da einfach mal schaut, was sich die Boxenpacker dabei gedacht haben und ja, sich einfach mal auf die Box einstimmen kann. Der Look im September. The Who Needs 10 Lines Anyway Crush. Eine Sache ist klar, dieser Sommer ist anders verlaufen, als die meisten von uns es sich vorgestellt haben. Safe. Teilweise unwirklich, teilweise einfach nur mies, aber wir haben das Beste daraus gemacht. Und nun steht der Herbst schon quasi vor der Tür und man denkt sich, das war's jetzt? Wir sind hier, um dir zu versichern, auf keinen Fall. Es ist genau jetzt an der Zeit, die letzten warmen Sommernächte, den Indian Summer voll und ganz auszukosten, bevor der Herbst anklopft. Du triffst deine Girls auf einen Drink, mache ich tatsächlich morgen, werf dich in Schale und schmink dich, als wäre es die größte Party des Jahres. Und dann genieß es aufzufallen. Fühl dich nicht schlecht, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Ich meine, was ist mit diesem Augenlook los, ne? Entschuldigung. Das Einzige, worüber du dir Gedanken machen solltest, ist, wann die Sonne aufgeht und wann du entscheidest, nach Hause zu gehen. Mit diesem neuen Look machst du die Straßen zu deinem Laufsteg, fängst die letzten Highlights der Nacht ein und fühlst dich einfach nur gut dabei. Denn wer braucht schon die perfekte Sommerbräune, um auch nach dem Sommer umwerfend auszusehen? Viel Spaß, dein Goodiebox-Team. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was sich hier drin verbirgt, oder? Ich meine, das schreit ja nach Auffallen. Also nach irgendeinem auffälligen Lippenstift, auffälliger Highlighter, auffälliger Augengedönsen, krasse Mascara, krasse Eyeliner, krasses Rampampam. Ich bin gespannt, was sich dann tatsächlich hier drin verbirgt. Ne? Tada, hier ist die Box. Ich mache dann tatsächlich hier einmal das Seidenpapier auf. Ist immer mit einem Klebi zugemacht. Und hier haben wir dann den Blick in die Box. Und hier sehen wir dann direkt ein paar Produkte. Okay, das erste, was ich rausnehme, ist schon mal ganz cool. Das ist von Nire. Von Nire hatten wir tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal in der Goodiebox drin. Ich schaue gerade, wo ist er denn? So ganz tolle Pinsel waren da auch mit bei. Ich glaube, der ist gerade in der Wäsche. Den habe ich jetzt letztens erst verwendet. Nee, hier ist er. Genau, das ist dieser Pinsel, den hatten wir auch schon mal in der Box. Mega geiler Pinsel. Also die Marke kannte ich vorher noch nicht, bevor ich Goodiebox nicht kannte. Und ja, jetzt haben wir tatsächlich ein Schwämmchen. Das packen wir doch mal aus und dann bin ich gespannt. Oh, das ist schon mal orange. Die Spitze scheint super präzise zu sein. Das sieht schon mal sehr, sehr ansprechend aus. Es fühlt sich angenehm weich an, aber der muss halt in Anwendung getestet werden. Ne? Also du kommst damit auch super an die untere Augenpartie, du kommst auch super in den Innenwinkel, weil die Spitze da halt echt präzise ist. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Das wird interessant. Das wird getestet.
Dann haben wir hier drin ein Produkt, das hatte ich auch schon mal, ich glaube auch sogar in der Goodiebox, Vita Liberata Advanced Organics High Definition Body Makeup. Da sind 30 Milliliter enthalten und das ist die Farbe Medium. Medium. Ich bin nicht unbedingt Medium oder Latte ist es vielmehr. Das wird mir zu dunkel sein, oder? Guckt euch das mal an. Nee, das... Oder? Ich weiß nicht. Ich kann es ja mal austesten. Warum eigentlich nicht? Mache ich hier so mal... Guck mal, da habe ich hier so eine... Ja, moin. Ich trage ein Top drunter, keine Sorge. So eine weiße Stelle, da kann ich das ja mal drauf machen und ausprobieren, weil so sieht das schon mal sehr dunkel aus. Nee, das geht. Ich meine, wir reden ja von Body Make-up. Das heißt, es soll dann die Beine brauner machen oder so, ne? An den Beinen brauche ich das jetzt nicht testen, denn sie sind leider wieder mal unrasiert. Ich trage eine Strumpfhose, um dies zu vertuschen. Aber das passt farblich schon, ne? Wenn man das jetzt übers komplette Dekolleté aufteilt, ist es eine gute Geschichte. Ich hätte jetzt erst gedacht, oh je, Latte, ne? Riecht angenehm, also riecht nach nichts tatsächlich. Sagt das Heftchen noch irgendwas dazu? Wow. 11 Euro kostet dieses Typchen normalerweise. Das ist hart. Makellose Haut, olé. Der Body Blur von Vita Liberata verleiht deiner Haut ein Fotofilter-Finish mit einem sonnengebräunten Glanz ganz ohne Flecken. Das kann ich bestätigen. Fleckenfrei ist es definitiv, ne? Es ist kein Selbstbräuner und kann jederzeit abgewaschen werden. Hält aber bis zu 24 Stunden, ohne zu verschmieren. Das ist auch super wichtig. Ich meine, klar, wenn ich was Schwarzes drüber habe, dann färbt das halt nicht so intensiv ab. Aber wenn du was Helleres drüber hast, dann willst du auch nicht, dass es verschmiert, ne? Je nach Bedarf auf Gesicht und Körper auftragen und nach dem Auftragen Hände waschen nicht vergessen. Ja, das sehe ich auch. Die sind ein bisschen schmutzig geworden. Ja, cool. 11 Euro ist aber mal eine Ansage, oder? Krass. Ja, ich wasche meine Hände gerade nicht. Ich putze sie kurz in meinem Handtuch neben mir ab, weil Aufstehen ist gerade nicht drin. Gut, dann habe ich als nächstes hier einen Eyeliner, müsste das sein, von Koki Professional. 535 Gilded Gold Velvet Smooth Eyeliner. Ja, das ist einfach ein goldener Eyeliner. Ich bin jetzt nicht so ultra der Fan von goldenen Eyelinern so an sich, wenn man die über einen Augenlook gibt, weil dann sieht das komisch aus. Aber wenn du die solo trägst, kann das sehr, sehr schön aussehen. Ich gucke mir mal die Farbe an. Ja, nee, das ist schön. Das ist nämlich so ein richtig schönes, dunkles Gold. Das ist toll. Ich dachte erst, das wäre so ein helles Gold, fast schon in Champagner. Nee, das ist richtig schön dunkelgold. Das ist klasse. Das wird getestet oder so. Am unteren Wimpernkranz kann das auch eine gute Nummer werden, ne? Cool. So, dann haben wir von Gosh etwas drin und davon habe ich auch mal einen Blush in der Goodiebox drin gehabt. Mix and Fix Color Drops Neutralist Redness. Sagt mir jetzt so gar nichts, was das sein soll. In der Farbe Grün. Okay, das soll dann wahrscheinlich Rötung kaschieren oder so. Muss ich mal gucken. Muss man das schütteln? Ein Make-up-Neutralisierer oder was ist das jetzt? Verstehe ich jetzt immer noch nicht so ganz. Okay, es ist wirklich grün. Ist es dann ein Primer? Was machst du? Ja, ne? Das ist sehr, sehr cremig. Fast schon mousig. Hä? Verstehe ich nicht. Das Produkt verstehe ich noch nicht so ganz. Das muss ich mir erst durchlesen. Jetzt habe ich eine grüne Nasenspitze. Das hat gut funktioniert. Nicht. Okay, man hätte auch noch was anderes drin haben können. Und zwar gelb. Ich habe jetzt grün. Grün ist gut, das kaschiert Rötung. Und ich habe manchmal halt Pickel, ne? Da machst du dir einfach drüber. Das könnte das Ganze dann kaschieren. So, egal ob du dich für den vollen Make-up-Glam oder einen neutralen, ungeschminkten Look entscheidest, diese Color Drops von Gosh liefern dir die perfekte Basis. Also quasi Primer, würde ich sagen, ne? Sie reduzieren Rötung und verleihen dir einen ebenmäßigen Hautton. Trage ein paar Tropfen direkt auf dein Gesicht auf und vermische es vorab mit deiner Foundation bzw. deinem Concealer. Das heißt, im Prinzip sollst du das auch solo tragen können. Aber sieht man dann nicht aus wie Hulk? Also wenn ich das jetzt einfach nur so auf meiner Haut aufgebe, hat man ja trotzdem hier so einen Grünschleier. Ja gut, hier unten sind Swatches. Das ist jetzt auch blöd auf diesem Arm. Wenn ich das jetzt auf den anderen Arm geben würde, wo ich keine Swatches drauf habe, würde es mehr Sinn ergeben, ne? Also ich nehme jetzt einfach mal so einen Tropfen davon. Übrigens, so ein Ding hier kostet 23 Euro, ne? Krass. So, ein ganz kleines bisschen nehme ich nur.
So. Ne? Und das trage ich mir. Wo habe ich denn? Hier habe ich. Habe ich irgendwie hier eine Rötung oder sowas? Ja, hier ist so eine Rötung. Das ist so eine Brandnarbe oder sowas, was ich mal hatte. So. Wenn ich mir das dann übers Gesicht gebe, das einarbeite, habe ich doch einen Grünschleier. Da muss ich doch safe eine Foundation oder sowas drüber geben. Ich denke zum Beispiel jetzt auch an ganz normale Primer, die man so hat. Ja, weil einen leichten Grünschleier, jetzt gerade in der Kamera, hat man davon noch, ne? Ich würde das nicht solo tragen wollen. Ich würde mir da auf jeden Fall mindestens eine getönte Tagescreme drüber geben, weil ansonsten hätte ich echt Angst. Ich finde schon, dass das Grün noch durchscheint, oder? Man sieht es noch irgendwie ein kleines bisschen, wenn es auch nicht zu intensiv ist, aber trotzdem, man sieht es noch. Naja, muss jeder für sich selber entscheiden. Es kommt ja auch darauf an, wie intensiv die Rötungen sind. Wenn das halt intensive Rötungen sind, dann kannst du es wahrscheinlich solo tragen. Aber wenn das jetzt nur hier so eine kleine Narbe ist und du das dann auch großflächig drumherum verteilst, was übrigens schön eingezogen ist, das muss man ihm lassen, ne? Dann scheint es halt irgendwie noch durch. Keine Ahnung. Interessantes Produkt, wird auf jeden Fall ausgetestet. Halt wie ein Primer, würde ich sagen. Vom Geruch her, es hat keinen Geruch. Das finde ich nett. So, jetzt haben wir hier etwas sehr gut Eingepacktes. Normalerweise haben wir in der Goodiebox kein Verpackungsfüllmaterial oder Verpackungsmaterial. Aber wenn etwas so eingepackt ist, dann ist da meistens irgendwas drin, was wertvoll ist und was geschützt werden muss. Ordentlich in Luftpolsterfolie eingewickelt. Okay. Comme d'eau. Oh, das haben wir doch auch schon mal in der Goodiebox drin gehabt, die Marke, oder? Die kommt mir bekannt vor. Goodiebox kommt übrigens aus Dänemark. Ich weiß gar nicht, ob ich das eben schon gesagt habe. Das heißt, man hat hier auch einfach so ein bisschen andere Marken als das, was man so normal auf dem deutschen Markt, sage ich mal so, findet. Und hier haben wir ein Blush Up Bloom. Es ist Silky Soft Blush made of the finest micronized color pigments of a subtle matte tint on the cheeks. Hä? Es scheint ein Blush zu sein. Ein subtiler Blush? Weiß ich nicht. Hier geht die Party ab. Guck mal, von innen steht hier überall Blush Up, Blush Up, Blush Up. Die rasten da ein bisschen aus. Blum. Blum ist die Farbe scheinbar. Oh, schöne Verpackung. Schick, schick. Schöne Farbe. Und ein Spiegel mit drin. Wow. Bisschen dunkel tatsächlich, aber ich habe heute auch einen sehr, sehr dunklen Blush drauf. Und ich finde, dass es richtig gut aussieht. Riecht nach nichts. Fühlt sich echt weich, samtig an. Und auf dem Finger wirkt er auch bei weitem nicht so dunkel, wie er jetzt hier im Fännchen gewirkt hat. Schön. Ja, und auch im Swatch. Richtig schön. Ich guck mal, ob ich mir den jetzt mal drüber geben kann. Das können wir mal ausprobieren. Das ist meistens gar nicht so leicht, weil ich jetzt ja auch schon gesettet habe und allen Kram, ne? Aber ich gebe mir den mal ein bisschen drüber. Kriegst gut was auf dem Pinsel. Ich klappe vorsichtig ab. Oh ja, zu dem intensiven Look vor allem, ne? Geilomat, das feiere ich gerade. Das sieht schön aus. Ich weiß nicht, hat der den Schimmer mit drin? Ich glaube schon, ne? Das ist kein matter Blush. Nee, das kommt auch nicht nur vom Highlighter. Also das ist auf jeden Fall ein schöner Blush mit einem satinierten Finish, würde ich jetzt mal so sagen. Und er gefällt mir. Der hat einen leicht kühlen Unterton. Aber ja, safe, damit kannst du abends gut rausgehen. Da darf es gerne nämlich auch mal ein bisschen auffälliger sein, wenn man, ne, abends rausgeht. Den finde ich schön. Also ich denke schon, dass man allgemein mit den Produkten sich auch was Cooles schminken kann. Das ist jetzt ein bisschen schade, dass ich mich vorher schon geschminkt habe. Ansonsten hätte ich mir das als Primer genommen, das als Foundation, hätte es mit diesem Schwämmchen eingeblendet, wäre dann mit dem Blush drüber gegangen und hätte mir einen Eyeliner gezogen. 1A, also da kannst du wirklich einen schönen Look mit schminken. Da fehlt natürlich noch ein bisschen was, aber du hast halt in dieser Box 5 Produkte drin. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Und die können dir ja nicht ein komplettes Fullface reinpacken. Da musst du dann vielleicht noch ein bisschen warten, bis ein paar mehr Boxen eingetroffen sind. Hat mir aber wieder sehr, sehr gut gefallen. Und vom Wert her liegen wir wahrscheinlich auch bei 90 Euro oder so mindestens, weil irgendwie mir kommt das wirklich alles sehr hochwertig vor, mir kommt das alles sehr wertig, sehr, sehr gut vor. Weiß ich nicht, das sind gute Produkte, die mir Spaß gemacht haben. Und ja, vielen, vielen Dank an das liebe Team von Goodiebox, dass ihr mir die Box kostenfrei zur Verfügung stellt, dass ich die hier vorstellen kann, dass ich die Produkte testen kann. Und ich kann euch unten in die Infobox auch mal einen Link zu der Goodiebox Crush reinstellen und auch zu der Goodiebox an sich zusammen mit einem Code, wo ihr ein gratis Produkt bekommt. Und ja, das war die Box. Hat mir richtig gut gefallen. Da startet man schön in den Herbst. Und ich glaube, die nächste Box dürfte dann Oktober, November
Die kommt dann, kommt die nicht im Dezember, Leute? Da kriegen wir die Weihnachtsbox. Geil. Bin ich mega gespannt drauf, was die uns dann als Weihnachts-Make-up überlegen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!